Hey Leute, hier sind wieder Ben und Larissa vom Aquapuristenkanal. Hallöchen. Und wir haben gestern was, ne? Einen Anruf gekriegt. Nicht so ganz erfreulich. Nicht so ganz erfreulich. Und jetzt kommen wir zu den Titel, haben wir schon gesagt. Liebes europäisches Ausland, wir haben da eine staatsmännische Mitteilung zu machen. DHL is gonna make Germany great again. DHL hat uns darauf hingewiesen, dass der Versand national, also innerhalb Deutschlands, Tiere ausschließt. Das wussten wir vorher schon. Genau, das wussten wir auch vorher schon. Aber Wirbellose zählen ja nicht. Und gar nicht Wirbellose. Stand auch extra Futtertiere dabei, Bienenkönigin und was auch immer. Ja. Und ich habe mich dann angeregt mit dem Mitarbeiter unterhalten. Der kann ja nichts dafür. Es war auch eigentlich wirklich professionell, muss man an der Stelle sagen. Er sagte halt, er hat eine riesige Liste. Es ist jetzt intern gewünscht, dass das durchgesetzt wird. Vorher hat es auf Deutsch keinen interessiert, was denn international passiert. Und ich habe mir ehrlicherweise auch nicht die ganz genauen Versandbedingungen international angeschaut. Denn ja, dieser kleine Passus, wir versenden keine Tiere, der steht da drin. Dieses ja, Futtertiere sind erlaubt, steht dort allerdings nicht drin. Ja. Das bedeutet, dass alle Leute, die viel Insekten verschickt haben, einen netten Anruf von dem Kollegen gekriegt haben. Und wir nun mal auch, weil wir ja jetzt zwar keine Insekten, aber mit Garnelen eben lebende Tiere verschicken. Ja. Pflanzen sind in Ordnung, auch wenn sich dort Schnecken drin verstecken, da ist halt so. Ja, wir könnten jetzt natürlich Pflanzen verschicken und aus Versehen haben sich ein paar Garnelen oder Schnecken drin versteckt. Aber ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen unauthentisch, wenn man dann ein Fitzel Moos hat und sagt, huch, wie kamen denn die 20 Bloodies da rein? Genau, das wollen wir ja auch gar nicht erst so anfangen, auch wenn ich es tatsächlich lächerlich finde. Das Argument ist... Ich wollte gerade sagen, warum ist das denn so? Das ist ja eigentlich wichtig. Warum gibt es diese Unterscheidung zwischen Inland und Ausland? Das Argument ist ja an sich nicht verkehrt, nämlich das, dass wir im Inland, da hatten wir ja schon mal ein Video zu gemacht, können wir oben verlinken, ja, dass DHL eigentlich im Inland relativ zügig ist, in den allermeisten Fällen. Mhm. Und im Ausland, da kann es ja etwas länger dauern und das kann man den Tieren ja nicht zumuten. Aus eigener Erfahrung würde ich sagen, 3 Tage nach Österreich kommt schon mal vor, manchmal auch 4, manchmal auch 5, das ist in Ordnung. Wo ich dann auch sagte, ja, es kann auch im Inland passieren, dass es mehrere Wochen unterwegs ist. Da haben wir auch einige Beispiele für. Siehe Beispiel von dem langen Yoda-Versand im letzten Video. Ja, das kann passieren bisher. Toi, toi, toi. Gab es da bei uns keine Ausfälle aufgrund von längeren Versandzeiten? Da haben wir eigentlich. Wir hatten das teilweise auch schon mal ins Ausland, dass es dann übers Wochenende, also wenn ja, wir es Montag verschickt haben, übers Wochenende von der Woche und dann erst in der Woche drauf ankam. Ja. Es gab aber meistens oder eigentlich trotzdem keine Ausfälle, nee, weil die ja entsprechend in den Breathing Bags und so verpackt sind, ja, dass da eigentlich nichts passiert, aber das war denen also an der Stelle, von DHL eigentlich egal. Ne? An der Stelle muss ich natürlich sagen, falls ihr jetzt aber sagt, oh, ich hatte doch schon mal einen Ausfall, natürlich ist es bei uns auch in der Vergangenheit, dieses Jahr kann ich mich nicht dran erinnern, aber es ist definitiv schon mal vorgekommen, dass auch unterwegs Garnelen zu Schaden gekommen sind. Das kommt halt mal vor. Auch natürlicherweise stirbt mal eine Garnele. Und es gab auch einen Fall, wo mal ein kompletter Garnelenbeutel gestorben ist. Da vermuten wir, weil es Mixgarnelen waren, dass dort einfach, die zähle ich ja nicht so ganz genau, dort einfach zu viele Tiere im Beutel waren. Ja. Können wir ganz transparent sagen, natürlich kommt das vor, aber zum Glück extrem selten. Und ja, aufgrund von DHL und der verlängerten Lieferzeit ist mir da jetzt bisher nichts bekannt. Nee. Ja, was bedeutet das jetzt? Im Prinzip gar nichts. Wir werden uns da jetzt nicht irgendwie drüber hinwegsetzen. Wir werden wahrscheinlich dann mittelfristig den Versand ins Ausland aussetzen müssen. Ja, also jetzt erstmal, weil da haben wir jetzt auch gerade vor kurzem eine Bestellung gehabt, die ins Ausland ging. Ja. Und weil die bei DHL wissen ja eigentlich nicht, wenn wir den Paketschein erstellen, was genau drin ist. Ja. Kann ja auch sein, okay, Schnecken sind jetzt natürlich auch Tiere, aber kann ja sein, dass wir auch nur Pflanzen oder Zubehör irgendwo hinschicken. Ja. Und da hatten wir jetzt aber trotzdem die Info gekriegt, dass in dem Paket, ja, wie hatten Sie es genannt? Illegale Waren? Nicht zulässige Gegenstände, irgendwie sowas. Ja, ja, also es klang höchst gefährlich. Nicht zulässige Güter wurden transportiert. Nicht zulässige Güter, genau. Und das heißt, Sie müssen ja irgendwie entweder reingeschaut haben oder... Keine Ahnung. Die Versandthermobox war zu auffällig, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Aber anscheinend wissen sie es auch, wenn sie es, also sie kriegen es raus, sagen wir es mal so. Ja. Das heißt, wir müssten es jetzt erstmal aussetzen. Ehrlicherweise, sie hätten es auch vorher schon rauskriegen können. Das war jetzt ein Paket nach Italien. Ja. Und wir hatten vor
ein paar Monaten schon mal einen Fall, wo es nach Italien Probleme gab. Also diesmal habe ich jetzt nachgeguckt, es ist alles nach Plan verlaufen, so relativ zeitnah angekommen. Ich weiß jetzt nicht, wo jetzt da so wirklich das Problem lag. Weil zeitnah, es hat schon länger gedauert als üblich, aber es war jetzt noch im Rahmen, sagen wir es mal so. Aber es gab mal ein Paket nach Italien, was wirklich länger unterwegs war, wo derjenige auch benachrichtigt wurde, dass es Probleme gibt. Und ja, der hat gesagt, hier, haltet euch ran, da sind lebende Tiere drin. Da hat sich keiner drum gekümmert, es hat niemanden interessiert, war alles in Ordnung. War auch, haben wir ja auch nichts gegen. Normalerweise sagen wir das ja auch transparent, auch den Postboten oder den Kollegen von DHL, die dann da angerufen haben und gesagt haben, ja, hier, hört mal zu, ihr versendet doch. Natürlich sagen wir, ja, machen wir. Und es war auch bisher nie ein Problem. Es scheint jetzt dort interne Richtlinien zu geben. Das muss jetzt durchgesetzt werden, dass hier keine Wirbellosen... Vielleicht, wollte gerade sagen, können wir das nochmal ganz transparent sagen mit den Wirbellosen, dass die Garnelen nicht als Tiere gezählt werden. Also, dass Tiere nicht mit DHL versendet werden können. Ich glaube, das stand auch unter dem letzten Video. Hatten das doch auch einige angemerkt. Ja. Und auch, was weiß ich, bei der Post oder bei unserem Postboten, dass die manchmal auch guckten, so, wie, da sind lebende Tiere drin. Ja, es sind Wirbellose und Wirbellose zählen laut Gesetz nicht als Tiere. Das ist ja auch wieder so irgendwie eine Mauschelei, Gesetzesdefinitionen. Ja. Abgesehen von Kopffüßern. Ja. Da haben wir aber keine. Kopffüßer? Ja, Kraken und Säbchen und sowas. Ja, okay. Kalmare, die sowas haben wir versenden wir nicht. Zum Glück nicht. Genau. Ja, aber da dann nochmal die Unterscheidung und ja gut, wenn die jetzt sagen ins Ausland. Und warum haben die, was war jetzt der Auslöser? Warum haben die da jetzt plötzlich gemeint? Keine Ahnung. Dass die das machen müssen? Ist jetzt interne Richtlinie, es wird jetzt durchgesetzt. Ja. Was bedeutet das jetzt? Wie gesagt, wir werden es jetzt kurzfristig erstmal aussetzen, mittelfristig leider uns was anderes überlegen. Wir haben nämlich eigentlich sowieso, ja, sind so ein bisschen im Wandel, ja, schon seit längerer Zeit, dass wir überlegen, wie wir unseren Shop optimieren können. Und in dem Zuge müssen wir halt jetzt zusätzlich noch gucken, wie wir den Versand optimieren können. Neue Herausforderung. Genau, weil es gibt natürlich nicht allzu viele Alternativen. Das können wir vielleicht doch noch sagen. Also international ist weiterhin möglich, wenn man denn das Ganze mit Go bestellt. Das haben wir ja schon eingerichtet. Das funktioniert auch weiterhin ins Ausland. Ist dann halt entsprechend teuer. Ja. Wir versenden auch extrem selten ins Ausland mit Go. Kann ich niemandem verübeln, weil es einfach sehr teuer ist. Genau, das ist im Prinzip das Problem. So super viele Alternativen gibt es auch nicht. Das, was ich jetzt so überblicken kann, ist entweder wirklich klassischer Tierversand, da können wir auch gleich Go nehmen, oder das Einzige, was das noch offen lässt, wäre UPS. Mhm. Das ist nicht ganz so einfach einzubinden, aber machbar. Ich hatte ja in der Vergangenheit schon mal mit denen gesprochen und war da nicht so hundertprozentig begeistert. Als wir das mit Go hatten, ne? Genau. Standen die zur Auswahl, glaube ich. Als es anstand, von wegen, wie machen wir Fischversand? Beim Fischversand haben wir ganz klar gesagt, okay, Go. Go, let's go. Go kriegt das Go. Genau, weil da einfach das Komplettpaket, was die ganzen Support und sowas angeht, viel, viel besser war. Ja. Das war bei UPS leider nicht ganz so schön, aber wir werden dann nochmal gucken und werden wahrscheinlich keine große Alternative haben. Falls ihr da jetzt doch noch irgendwie was kennt und sagt, ach, da gibt es doch noch irgendeinen super kleinen Versanddienstleister, von mir auch einen großen, für den ich nicht auf dem Schirm hatte, der sowas erlaubt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich glaube ehrlicherweise nicht dran, denn ich habe jetzt so die üblichen Verdächtigen schon mal durchgeschaut und da sieht es nicht so gut aus. Alle drei Buchstaben. Ja, ich weiß jetzt, da gibt es auch noch mehr als drei Buchstaben. Wie es jetzt generell aussieht, ich meine, gerade so im Futterbereich, wäre jetzt, ich meine, wenn ich jetzt eine Packung Mückenlarven nach Österreich schicken wollen würde, oder Futterschnecken, ist ja im Prinzip, ne, ein paar Postschnecken, das darf ich jetzt nicht mehr. Das heißt, wer da mit Tierversand bestellt, keine Ahnung, eigentlich müsste man jemanden haben, der genau auf der Grenze wohnt, auf der einen Seite annehmen kann, auf der anderen Seite weiterschicken, weil national ist es natürlich weiterhin erlaubt, zu verschicken. Ja, gut. Können wir jetzt nichts ändern, hilft jetzt sich nicht irgendwie drüber aufzuregen. Wir wollen das nur transparent mitteilen, warum das so ist, dass wir uns das jetzt nicht ausgedacht haben, dass es sich irgendwie nicht lohnt oder so, sondern ist es halt leider aktuell so, dass wir da auch keine andere Handhabe haben. Ja. Genau. Wollen wir das jetzt hier noch DHL mit Go einmal vergleichen oder machen wir da noch ein eigenes Video zu? Wir können von mir aus ein eigenes Video machen. Also der Vergleich DHL und Go. Ja, aber das war doch auch die Anmerkung letztes Mal mit von wegen DHL verschicken Tiere und muss man da nicht Tierversand machen und so, dass man da mal schaut, was ist bei Go wirklich besser, anders, tierfreundlicher als bei DHL. So. Okay, ja gut, können wir nochmal ein eigenes Video zu machen. Ja. Falls ihr da speziell Fragen zu habt, gerne hier unter das Video, dann können wir das noch mit aufnehmen. Alles klar, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüssi.